Hallo und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Watch Dogs 2. Ja, es geht jetzt so langsam, ich glaube, sicher zu ein zu müssen, dass es jetzt so langsam in die letzte Mission geht für diese Nebenoperation. Und die werden wir jetzt auch machen, indem wir jetzt nach Alcatraz gehen. Na, komm, wo ist es? Da, Alcatraz. Auf geht's. Ich weiß zwar nicht, wie er da hinkommt, aber wir machen das jetzt einfach mal. Dann haben wir diese Nebenoperation letztendlich hinter uns gelassen, diese Questreihe. Und dann werden wir die Hauptoperation wieder in Angriff nehmen. Mit Kiki. Oder wie heißt? Doch Kiki, ne? Hier ist richtig viel los. Warst du auf dem Jazz-Festival? Was? Das Jazz-Festival, Mann. Das ist unglaublich. Nun, zum Jet, worum handelt es sich? Habt ihr diesen Blödsinn nicht zurück? Kommt, Leute, sorry. Ich nehme die Pillen, aber nichts passiert. Sie wirken gut. Mir wird schlecht. Ich gehe da nicht. Wir haben ihre Position durch Leid untersetzt. Keine Angst vor Wasser. Also, ich habe nichts gemacht. Ich weiß jetzt nicht, warum die Polizei kommen will. Okay, wollen wir mal nach Alcatraz rein? Huch. Habe ich aus Versehen ein Handy zerstört, das jetzt mit umgebracht worden ist oder was? Na, wollen wir mal. Ich muss jetzt hier hoch. Gott. Kann ich hier hoch? Ne, komme ich nicht hoch. Ich komme gerade vor wie in einer kleinen spanischen Stadt hier. Alcatraz. So. Hey, ich bin auf The Rock. Der CTOS-Server sollte oben auf dem Gefängnis sein. Oh, super, wie komme ich da hin? Kann ich hier rein? Wow, ich kann einfach hier rein. Nice. Oh, wirklich? Oh, ich schätze, du... Am 2.9.1946 begann die Schlacht von Alcatraz. Zwei Insassen, Bernard Coy und Marvin Hubbard, überwältigten William Miller und sperrten ihn in eine der Zellen. Coy, der extrem gehungert hatte, konnte sich durch die Gitterstäbe zwängen, die den Wächterlaufsteg schützten, und von innen das Kommando übernehmen. Als der Ausbruchsversuch nach zwei Tagen niedergeschlagen wurde, waren zwei Wärter und drei Häftlinge tot. Alcatraz. Ist hier irgendwas zu holen? Tatsächlich. Seltsam, sowas sieht man auch nicht oft. Huch. Ich bin einmal weg. Wo ist denn das Forschungspaket? Ups. Ah, hier. Kerndaten von Alcatraz. Super. Mitnehmen. So, wie komme ich jetzt aufs Dach? Ah, da ist das Eck. Da. Da ist der Ausgang. Ist hier hinter noch was? Oh, hier komme ich auch hin. Perfekt. Komm schon. Was für eine Aussicht, ey. Und auf geht's. Die letzte Nebenquest-Reihe. Schauen wir uns doch mal die Webcams an. Womit haben wir es hier zu tun? Oh. Eine Leiche. Das sollte reichen. Es gibt mehr Material, als ich gedacht hätte. Das wird eine Weile dauern. Ich kann warten. Die Aussicht hier ist super.
Scheiße. Ich habe Videos von Cops, die da Leute ermordet haben. Schon 5 oder 6 Mal. Dann muss ich hier weg, ohne die Killerpatrouille aufzuscheuchen. Keine Zeit. Kamera 11. Huch. Die sind hier? Scheiße. Und das ist sicher Kestrel. Verschwinde da, Marcus. Nein, wir brauchen ihn. Lebendig. Er kann unsere Liste der Namen bestätigen. Die Cops sind schon drin. Jetzt helfen dir keine schlauen Pläne mehr. Also Freestyle. So. Wie befreie ich ihn am besten? Ab. Okay, ich habe ihn befreit. Verdammt. Das hat nicht so gut geklappt. Mist. Muss ich mal mit euch schießen? Oh. Boah. Aufpassen! Ich krieg euch alle schon.
Wow. Geschafft. Unterwegs zu seiner Position. So. Wo ist der Key? Ist jemand? Wir werden dich finden. So. Muss ich nur den Schlüssel finden? Wer hat den Schlüssel? Irgendjemand hat den Schlüssel dafür. Hey, wer hat den Schlüssel? Ah, er hat den. So, nochmal. Mach das. Fliege von Alcatraz Island. Dabei. Wow. Dieses, oh, dieses Geräusch ist ätzend laut. Erstmal raus hier. Wow, das war knapp. Ich verschwinde mal dort auf dem Boot. Aber es müsste außer Reichweite sein. Einfach nur so. Hallo? Funktioniert das Ding? Ich höre Sie. Alles okay? Ja. Ich bin in Sicherheit. Ihre Freunde haben den Kanal kurz freigegeben, damit ich mich bedanken kann. Tun Sie das, indem Sie auspacken. Auf jeden Fall, mein Freund. Passen Sie auf sich auf. Ah. Geschafft. Wow. Was ist jetzt los? Yo, ich gehe nie wieder nach Alcatraz.
Nie mehr. Du musst den Traum leben, Mann. Eine Flucht von The Rock? Das ist 100% genial. Erzähl doch mal. Okay, hey, lass den Scheiß, Mann. Bitte, pass auf. Bitte. Ich würde jetzt gern ungefähr ein Jahr schlafen, wenn das für euch okay noch ist. Noch nicht. Auf. Okay, gut, bin wach. Mann. Und voilà. Bei uns ist jetzt Stadträtin Miranda Comey mit ihrer Meinung zum neuesten Schlag für Oaklands sinkendes Ansehen. Danke, Charlie. Aber ohne das stets wachsame Auge der Öffentlichkeit und einen sehr entgegenkommenden Augenzeugen würden wir diese Unterhaltung hier gar nicht führen. Ich möchte hiermit bekannt geben, dass wir bereits eine umfassende interne Untersuchung veranlasst haben, in Zusammenarbeit mit der Polizei von Oakland. Wir wollen den Namen des Oakland PD reinwaschen. Hervorragend. Bürger des digitalen Zeitalters, willkommen. Mitarbeiter des Oakland Police Departments wollten Oakland mithilfe prädiktiver Analytik sicherer machen. Stattdessen konnten einige korrupte Cops ihre Verbrechen hinter etwas verbergen, das ehrliche Polizisten vor Entdeckung und Vergeltung schützen sollte. Sie schmuggelten Drogen und mordeten. Und sie brachten die um, die sich wehrten. Wieder und wieder und wieder. Eine offizielle Untersuchung des OPD läuft bereits. Doch der wahre Schuldige, Blooms Verbrechensalgorithmus, bleibt außen vor. Vielleicht ist das System vorurteilsfrei, wie Bloom behauptet. Oder vielleicht konnte es missbraucht werden, weil diese Filter zum Aussondern der Armen, Schwachen und Machtlosen alle einprogrammiert waren. Ohne Veröffentlichung des Quellcodes werden wir es nie erfahren. DedSec hat euch die Wahrheit gesagt. Tut, was ihr wollt. Hey. Wir müssen das große Ganze sehen, okay? Wir atmen tief ein. Alles, was DedSec macht, stützt unsere Version. Und ausatmen. DedSec ist eine Ablenkung. Aber sie sind unsere Ablenkung. Also halten wir den Gedanken fest. Namaste. Oh Gott, dieser Hipster-CEO geht mir sowas auf den Keks, ey. Ich hab noch nie so etwas erlebt. Das ist ein richtiger Hipster-CEO. So, warten wir mal, ob welche Telefonate reinkommen. Ich muss auch meine Sachen aufwerten. Also meine Forschungspunkte ausgeben. Ja, komm. Oh Gott, was für ein alter Rechner läuft denn hier so krass? Klingt ja furchtbar. So, möchte jemand mit uns reden? Kriegen wir ein Telefonat? Irgendwas. Ich sehe dich auch. Wie geht's dir denn? Ich wollte dir nur für das danken, was du beim Swelter Skelter für uns getan hast. Wären wir dort geblieben, angepisst, deprimiert, verloren, wäre die Gruppe jetzt Geschichte. Du bist der Neue und hast für uns alle einen kühlen Kopf bewahrt. Ey, wir sind doch ein Team, oder? Dank dir. Okay, verstanden, hör auf. Wirst nicht gern gelobt, was? Du bist ein echt toller Mann. Du glorreicher Held, du. Aufhören! Aufhören, danke sehr. Zu viel der Ehre. Was meinst du, hat Dushan vor? Ich meine, der Kerl arbeitet im Silicon Valley. Okay, klar. Aber er legt sich mit einer Tonne Hirnschmalz an. Hält er sich wirklich für schlauer als alle anderen? Scheiße, ja. Tut er. Oh, ich freue mich darauf, den Schnösel zu erledigen. Ja, ich mich auch. Diesen Hipster-CEO. Ich glaube, von dem haben die geredet. So. Josh, was gibt's bei dir Neues? Also Josh, wie hat dir dein erster Swelter Skelter gefallen? Mir hat gefallen, dass Pilze mein Bewusstsein erweitert haben, also habe ich mir ein paar Pflanzsets bestellt. War schwer, mich zwischen Mazata Peak und White Lightning zu entscheiden, aber ich verlasse mich auf Versuch und Irrtum. Das sind nur zwei von ein paar Dutzend Optionen. Gibt eine Menge zu tun dieses Jahr. Wenn du Hilfe beim Testen brauchst, bin ich dein Mann. Danke, Marcus. Ich helfe immer gern.
Schön, wie Joshua so langsam aufblüht. Das gefällt mir. Das wird Bloom schmerzlich treffen. Hinweise, dass die Polizei mit dem CTOS ihre Verbrechen versteckt. Beweise, dass Blooms Profiler feuerwütige Polizisten ins Feld schickt. Verdammt, wir haben sogar Namen und Gesichter. Alles harte Fakten. Da können sie nichts schönreden. Willst du echt alles in Mirandas Hände geben? Der ordentliche Dienstweg arbeitet langsam. Je länger es dauert. Hä? Warum ist das Gespräch abgebrochen worden? Och Mann. Das ist bisher vielleicht nur wenigen aufgefallen, aber in der Finanzkrise von 2008 hat Bloom Geld verdient, als alle anderen es verloren. Jede Menge. Das ist ja mal interessant. War alles völlig legal. Sie hatten einen Algo, der ihnen in dem Chaos einen Vorteil gab. Sie schnappten sich die Kohle. Und jetzt taucht CTOS überall im Land auf. Und sie richten X-Labs in der Nähe von Bloom Financial in New York und London ein. Unser Bloom-Hack rüttelt sie wach. Verdammt guter Anfang. So, und was ist jetzt dort? Da gibt es irgendwas zu hacken. Wo ist eigentlich Horatio? Ich kann da irgendwas hacken. Aber ich glaube, dafür brauche ich den kleinen Medikopter da. 3D-Drucker. Quadrocopter. Oh, kann ich nie ausgeben. Schade. Ich muss da irgendwas offenbar reinbringen. Und war das da? Da geht es nämlich irgendwas zu hacken. Da kann ich nur mit dem Quadrocopter. Mist. Da komme ich nicht hin. Nun gut, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich hier aus dem Hackerspace und dann sehen wir uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.